Corona gibt, bleiben wir daheim, dann tut der Virus nicht so brumme und nächstes Jahr können wir wiederkommen. Liebe Robertsbergerinnen, liebe Robertsberger, Corona ist und käme auch. Zwei prägnante Sachverhalte und sie passen scheinbar nur schwer zusammen. Ich möchte dies aber jetzt nicht weiter ausführen, weil wir hören ja alles Wichtige aus den öffentlichen Informationen und wir sind gut beraten, diese zu nutzen und uns zu unserer eigenen Sicherheit auch vernünftig zu verhalten. Der Pandemie können wir nicht entgehen, aber unsere Käve, ein wichtiges Fest für die soziale, dörfliche Gemeinschaft mit langer Tradition, hat auch in dieser Zeit diese wichtige Aufgabe zu erfüllen. In irgendeiner Weise muss öffentliches Leben gepflegt werden. Eine Gesellschaft, die zurückfällt in Eigenbrötlerei, Angst, Misstrauen, wird keine gute sein. Aus dieser Pandemie, die vielleicht auch nicht die letzte sein wird, dürfen wir nicht als Panikmacher, Abschotter, Verweigerer herauskommen. Das Gegenteil ist gefordert. Gemeinsinn, Rücksichtnahme, Kommunikation, gerade in diesen Zeiten. Selbstverständlich der Situation angepasst. So wird auch unsere Kerbe hierzu einen Beitrag leisten wollen. Und wir wissen auch, dass es hier für Menschen bedarf, die sich einbringen. Der Woidi Fritz hat den Käbebaum gebracht. Die Dani Eckel und die Claire Jule haben geschmückt. Der Christian Feeth hat wieder die Käberett geschrieben. Der Thomas Neuber unterrichtet die Bevölkerung über die Käbeverhaltensregeln. Und der Schorsch Weißbrot erstellt den Videobeitrag über das Aufstellen des Käbebaumes. Auch vielen Dank an meine Gemeinderatskollegen, an den Beigeordneten Peter Benoit, die dieses Käbesymbol aufstellen sollen. Ein Käbesymbol, das uns schützen soll und Segen bringen. In diesem Sinne übergebe ich nun das Wort an Christian Feeth, unseren Käberedner, in der Hoffnung, dass ich mir nichts im Jahresverlauf habe zu Schulden kommen lassen, was mir Schelte und Spott einbringen könnte. Also, lieber Christian, berichte, stichle, lobe, so wie du dies über das ganze Jahr beobachtet hast. Ihr liebe Leid, da draußen vor der Apparate, eins will ich euch sagen, dass dies Jahr kein Käbe ist, das ist wirklich schade. Das Wochenend würde ich eigentlich über unser Käbegas flanieren und an jedem Stand den guten Pelzerwoi probieren. Doch dies Jahr ist es leider ein bisschen kompliziert, denn Corona hat sich in unser Leben verirrt. Unseren Käbeduft kannst du nicht mehr riechen, denn durch Corona tun sich die Nase verschließen. Ach, der gute Pelzerwoi und eine leckere Wurst kannst du nicht mehr schmecken, da der Geschmackssinn ist am Verrecken. Die Corona-Pandemie ist kaum zu ertragen, doch geht's bei manchem um Kopf und Krache. Nicht nur, dass man kein Käbe mehr feiert und jetzt gelangweilt in seiner Wohnung rumeiert. Die Brüderschaft können wir mit einem gemeinschaftlichen Shoppen ach nicht mehr begießen. Und jeder soll in sein Ellenbogen neu niesen. Doch ist es nicht die neue Begrüßungsmethode? Ellenbogen an Ellenbogen, da wird doch der Keim von einem zum anderen rübergeschoben. Das ist doch paradox. Der sich das ausgedacht hat, war bestimmt nicht schlauer als ein Ochs. Ach, für die ganzen Betriebe und die Wollgieder ist es eine schwere Zeit. Dafür war bis jetzt noch keiner bereit. Irgendwie müssen sie sich jetzt über Wasser halten und ihr Geschäft nun bedacht verwalten. Da wird jede Unterstützung angenommen und vielleicht wird man dafür auch was zurückbekommen.
Damit das Kerbegefühl in unserem Ort aber weiterlebt, haben wir im Kerbekomitee uns was überlegt. Hie und her gingen die Ideen, doch oft war kein grüner Zweig zu sehen. Und sein Bürgermeister, der König Drosselbart, wie zu seinem Amtsantritt immer noch sehr beharrt, hat dann oftmals das Wort erhoben und die Ä oder Anna Idee eingeschoben. Doch, wie letztes Jahr schon erwähnt, haben wir dann nur gemeint, wir können dich nicht verstehen, wir können nur deinen Mund sich bewegen sehen. Die Lautstärke ist immer noch gleich, so wie bei jedem Shoppe die 05er Eich. Die Idee, die er hat, waren aber echt gut. Und so kam es dazu, dass man heute den Umzug machen tut. Ein gutes Woi und ein gutes Essen könnt ihr so genießen, während wir echte Orben versießen. Die Blaskapelle und auch die Jugend spielen ein paar schöne Lieder. So lebt das Kerbegefühl überall in unsere Glieder. So lebt die Kerbe weiter bei uns im Ort. Da will ach so schnell keiner mehr fort. Die Woi-Prinzessin Selina, die Zwett, würde ich heute auch gern begrüßen, damit sie könnte ihnen den Orben versüßen. Jetzt wird die Amtszeit, darf sie nun beschreiten und im nächsten Jahr auf jedem Woi-Fest Freude und gute Laune verbreiten. Ein Rupertsberger Mädel ist so also nett zu kommen, das Amt auszuführen. Doch ich sehe sie schon und nächstes Jahr zur Woi-Prinzessin küre. Dann können wir hoffentlich auch mit dem Kerbeumzug wieder durch unsere Straße streifen und auf dem Dorfplatz zum guten Shoppen greifen. Ich hoffe, nächstes Jahr steht die Kerbe wieder voll im Saft. Da können wir dann sagen, ja, wir haben es geschafft. Kaum ist unsere neue Hauptstraße wieder offen und wird gebührend mit einem Gläsel Sekt begossen, war es in der Hauptstraße mit der Ruhe vorbei und die ganzen Autofahrer eilten schnell herbei. Denn die B271 und die Brücke nach Nirrekirch wurden gesperrt und Robertsberg gleich mit dem Namen Umleitung nach Nirrekirch versehrt. Doch ist man mal aus Versehen rüber gefahren zur Brücke, hat man festgestellt, die sind ja noch gar nicht vorangekommen, noch nicht mal ein Stück, da hätten sie sich wahrscheinlich zu viel vorgenommen. Endlich haben sie es jetzt aber geschafft und die Brücke zu Ende gebracht. Ist es nicht schön in unserer Gemeinde? Da kannst du mal mit dem Pferd oder im Planwagen durch die Wingert reiten. Unser Wingert, die sollt man ehren, damit sich dort können die Traube vermehren. Denn aus gute Traube machst du ein gute Woi, denn schenkst dann dir und deine Liebste Eu. So wird achte Gott Bacchus verehrt. Ich würde sagen, das ist nicht verkehrt. Wenn ich aber dann als die Zeitung aufblätter, krieg ich als einen Schreck und denn nicht vom Wetter. Schon Witter wurden Wingert wahllos zerstört. Da ist man doch ganz empört. Was fällt dann ähm Eu? Einfach die Rewe an der Wurzel zu kappe. Der Zaun von dem hat bestimmt nimi alle Latte. Wer sowas macht und kann dabei lachen, der kann ganz schnell packen, sei Sache. So leid, die wollen und brauchen wir nicht bei uns im Ort. Drum sag ich einfach, scheren euch fort. So wie jedes Jahr muss ich es wieder zum Worte bringen und uns nochmal auf unser Teehaus besinnen. Im Moment noch hinter Gittern, doch bald lässt uns durch seine Schönheit erzittern. Unser Teehaus ist bereit für sein großer Auftritt. Es fehlt nur noch das passende Outfit. Erstrahle wird es dann in voller Pracht und demonstriere seine Macht. Ich freue mich schon, es dort oben zu sehen auf seinem Woiberg. Aber was ist dann das? Da steht ja jetzt davor das Woiwerk. Das Woiwerk erhebt sich dort empor. Ach, sind die noch ganz klar? Das ist zwar eine schöne Winothek, aber trotzdem stört sie und steht im Weg. Die Sicht auf unser schönes Wahrzeichen ist versperrt. Da wird kein Autofahrer von der Woistraße eine schöne Sicht beschert. Ach, wenn ich an der Woistraße entlang gehe,
Das Teehaus ist im Hintergrund kaum zu sehen. Das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Da wird's bestimmt alles mal krache. Denn anstatt bei der Hochzeit im Teehaus sich mit einem Blick auf die wunderschöne Winger zu trauen, müssen wir in Zukunft auf ein riesiges Dach runterschauen. Ich hoffe, in Zukunft bleiben die Winger ausrum bestehen. Dann wird auch die Schönheit unseres Teehaus nie vergehen. Bevor ich jetzt aber hier noch dehydriere. Will ich nur noch ein letztes Wörtel verlieren. Genieße die Kerbe in vollen Zügen, dann wirst du haben das größte Vergnügen. Denn wenn wir laufen über unser Kerbegass, hätten wir Robert Zwerger richtig Spaß. Prost! Ja, vielen Dank, Christian. Nun bitte ich den Büttel mit Deutlichkeit, uns zu vermitteln, wie die Obrigkeit diese Kerbetage zu erleben wünscht. Thomas erledigt diese Pflicht nunmehr schon seit 20 Jahren. Ich glaube, der hat es ganz gut drauf, den Männern zu zeigen, wie es geht. Sind ja soweit. Es rage mächtig in den Raum das Symbol der Kerwebaum. Er halte Kummer uns zurück, er bring uns Freude nur und Glück. Er schütze uns vor Sturm und Regen und spende reichlich Sonnensegen. Er vertreibe Zank und Streit und halt uns frei von Trunkenheit. Und dass er uns in dunkler Nacht auf unserem Heimweg gut bewacht. Den Kopf erhalt er klar und wohl, kurzum, er sei ein Glückssymbol. Ich hab Blitzzement daheim noch. Halbstunde. Ja, wir hätten ja gerne einen Heere genommen, aber da hätten wir ein Problem mit der Oberleitung. Das darf ich halt nicht. Ja, nun ist der Kerbebaum errichtet. Vielen Dank, lieber Gemeinderat, für die ersten Schritte, den Baum aufzustellen. Die Feinarbeit haben dann der Fritz Voidi und der Simon Bastian gemacht. Also der wird mit Sicherheit nicht umfallen. Ne? Das wäre bei den Ratsmitgliedern vielleicht nicht so sicher. Aber lassen wir mal so stehen. Nun ist der Kerbebaum errichtet. Freuen Sie sich, wenn Sie am Dorfplatz vorbeigehen.
über dieses Symbol, das uns schützen wird vor Sorgen und Ungemach und immer bringen Freude nur und Glück. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Kälberwochenende im Kreis Ihrer Freunde und Ihrer Familien. Schorsch wird diese Aktion heute Nachmittag bearbeiten und über www.rubertsberg.de und über www.heiner-weißbrot.de können Sie dies dann sehen. Wenn dies geklappt haben sollte, haben Sie dies gerade auch gesehen. Schönes Wochenende.